Noch knapp ein Monat, dann startet die Weltmeisterschaft in Russland. Langsam geht's in die entscheidende Vorbereitungsphase. Das Ziel aber schon jetzt fest im Blick. Es ist ganz klar, es wird eigentlich vor jedem Turnier wird dann irgendwie gefragt, was wollt ihr? Ich weiß, wir gehen alle da rein, wir wollen Weltmeister werden. Das hast du, diesen Anspruch haben wir. Wir haben die Qualität auch dazu, wir haben die Erfahrung dafür. Die Mission, klar, Titelverteidigung. Das wird auch offensiv kommuniziert, aus gutem Grund. Vielleicht wäre es auch ein bisschen unglaubwürdig. Wir sind amtierender Weltmeister, wir haben eine souveräne Qualifikation gespielt, wir haben einfach auch starke, gute Spieler. Ich glaube, es wäre jetzt auch verkehrt, sich dahinter zu verstecken und zu sagen, wir haben da keine Ansprüche. Wir wissen, wir sind nicht alleine da, es sind andere starke Konkurrenten da. Wir haben es jetzt mit Frankreich gesehen, mit Spanien, mit Brasilien. Jedes Turnier hat auch mal wieder eine Überraschungsmannschaft. Also das wird enorm schwierig und gerade bei den K.O.-Spielen weiß man nicht, wo es hingeht. Aber den Anspruch und das Ziel müssen wir doch haben, Weltmeister zu werden. Die vorläufige Kadernominierung am 15. Mai. Hinter der gesundheitlichen Verfassung von Kapitän Manuel Neuer noch immer ein großes Fragezeichen. Wie in anderen Fällen, was Verletzungen angeht und gerade bei Manuels Fall auch, schauen wir immer von Tag zu Tag, holen immer das Feedback ein, also nicht täglich, aber in gewissen Abständen. Er hatte auch guten Kontakt zu Jogi Löw und Andi Köpke und dann wird am Ende entschieden. Bei ihm, genau wie bei anderen Verletzten, ist es einfach erstmal wichtig, dass sie ihren Rhythmus finden, dass sie in Ruhe sich konzentrieren und darauf, dass sie fit sind. Und ich bin weiterhin zuversichtlich und überzeugt, dass Manuel bei der WM dabei ist. Der Bayern-Keeper seit Mitte September ohne Pflichtspiel. Doch Oliver Bierhoff blickt positiv auf ein baldiges Comeback. Wenn man solche Verletzungen hatte, dann ist egal, wie lange der Zeitraum ist, vielleicht in den ersten Einheiten immer so ein bisschen im Hinterkopf kann was passieren. Aber wenn ich die Bilder gesehen habe, wo ich ihn trainieren habe gesehen, da spürt man schon, da ist schon eine Blockade weggefallen. Da ist schon Freude da, da ist eine gewisse Sicherheit da und das geht dann relativ schnell, dass man das dann irgendwie ausblendet. Also darüber mache ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken, dass er in dem Moment, wenn er sich gut fühlt, das auch aus dem Kopf streicht. Ein zu großes Risiko will man derzeit nicht eingehen. Doch langsam wird die Zeit knapp. In fast einem Monat startet die Weltmeisterschaft in Russland.